Ist ja genau, dass wir ganz sogar im Stück bei Fallout 4. Ich weiß nicht, was hier gerade abgeht, schon wieder. Waren wir da oben drauf nicht schon? Irgendwer ballert hier auf jeden Fall wieder, aber es kann Ada und uns egal sein. Wir gehen erstmal da rein. MVP Ada, mitkommen. Hab 360. So, die hat's angerufen und hat gemeint gehabt, alles gut, Herr Boogie, wenn auch noch was angemietet hat, auf jeden Fall bitte anrufen, danke dann. Nö, nee, es war auch gestern toll, die haben sich mal kurzfristig noch schnell Zeit genommen, weil sie selber meinte, so... Geräusch, das wird ein guter Kampf. Ich hab etwas gefunden. Weil so ein Schwanzabriss kann halt auch richtig ugly as fuck sein. Das sind so Dinger, auf die Scheiße jetzt eigentlich nie Bock, wenn man will. 1:1 wiederzugeben. Okay, der ist kaputt. Okay. Okay, wir laufen erstmal hier runter. Lassen Sie nichts Nützliches zurück. Ich dachte, das ist ein Schwanz von der Todeskralle. Ich so. Mein Herz brennt. Habe ich nie vor, Ada, habe ich nie vor. Ich schaue mich nur um, ob ich vielleicht was Sinnvolles finde, ja. Kaffeeterrasse, nee, da waren wir jetzt gerade erstmal nicht raus. Ja, die können wir jetzt mal am Arsch legen. Ganz ehrlich, die haben so eine hohe Verteidigung, wenn sie es da nicht hinkriegen. Da habe ich immer dafür gesorgt, dass sie voll die hohe Verteidigung haben. Und also, nee, ganz ehrlich. Die brauchen da im Grunde nur die Geschütztürme ballern lassen. Dann kann der auch nicht mehr helfen. Was soll ich hinkriegen, das ist echt zu blöd. Oder ich sollte die vielleicht ausrüsten mit ein paar Waffen zukünftig. Als die Laserknarren oder so haben. Ich finde immer genügend Scheiß. Das können wir eigentlich machen. Ja, das ist der Aufzug, ne? Ja, way, wow. Let's go. Dennet, Money Man. So, dann gehen wir auf der Rasse raus. Hat's voll gebracht. Ich muss schon mit den Siedlern reden. Ja, das nehmen wir, wenn die ausrüsten mit Waffen. Ich habe eigentlich gedacht, das reicht, wenn ich genügend Geschütztürme aufstelle, aber ja, gut. Wenn sie es nicht gebacken kriegen, die Freaks. Zum Heulen. Ich rüste sie mit Fatmans aus. Wenn sie es auch nicht hinkriegen. Ich glaube, da spannern die sich noch selber. Aber die müssten Waffen laden. Vielleicht rüsten die sich dann selber aus. Natürlich auch eine Idee. Die haben sich jede Farm so groß ziehen und ach nö. Das ist immer so ein übertriebene, das zieht alles nur in die Länge, das ist dann so eher eine Sache, die kann man am Stream machen. So, hey, komm, was machen da? Was wär das? Ich dir das nicht sehen, aber ich habe sie verloren. Bye. War schön mit dir. Ich glaube, nimmer das erlebt. Oh, der ist auch noch kein Tod. Okay. So, danke schön. Als Rocky Frame hier will. Ach, Spiel, echt. Bist du super optimiert? Ja, und jetzt? Da runterhüpfen brauchen wir das gar nicht probieren. Das ist immer Instant Death. Gut, wir müssen mal wieder ins Hub 360. Und von da aus dann raus wieder. Nach drüben bitte. Da gab es sicherlich nichts mehr, Türen technisch oder so. Nö. Okay, da ist nur der Aufzug. Da war es ein bisschen müh bequemer. Aber nicht laufen. Er sagt nicht mehr, wo wir hinfahren. Runter? Okay, cool. Ach, hier geht's auch raus. Cool. Ich hätte gedacht, der kommt her und fährt wieder hoch. Mach mal zu den ESO-Automat. Den auch. Ist ja widerlich hier. Hier ist auch nichts mehr. Ah ja. Ah, das ist der Aufzug, okay. Mal nur gucken, wo der ist, ob der eventuell noch runterfährt, aber... Nö. Kein Comic oder so, keine Zeit. Ah, oh, eine Mine, aber hi!
Jo, tat weh. So, ein Rotz. Kronkorkenmine. Kann man die ganzen Kronkorken verheizen? Mann. Das gute Geld. Hä? So, nix mehr. Gott. Hi, Ada. Wir gehen raus. Theaterviertel. Theater hier, du. Nee, das war wieder ein Haus der Uselesslichkeit. Das war ja übel. Oh, das war vielleicht noch Quest-Trailer, aber das sind Supermutanten. Wir sind 92 Kilometer Felder, aber die könnten uns gefährlich werden. Jede Farm, jedes Mal. Mhm, das ist die Siedlung. Ja, ansonsten gibt es aktuell gerade soweit eigentlich nichts Spannendes, Neues. Außer, dass wir jetzt hier gemeinsam schauen müssen, dass wir jetzt eigentlich mal zu einer blöden Farm Robocop Industry Firma, Fabrik, Kumine. Nach der Ladesequenz. Irgendwann. Ja, hallo? Was ist das? So. Was? Geräusch? Das ist nochmal so ein Arsch. Heute kein Kampf. Es könnte ein Gegner in der Nähe sein. Ja, ich weiß nicht, wo. Der ist unter uns. Au. Beckenknochen, das können wir gebrauchen. Nein, das können wir mitnehmen. Echt? Okay. Da komm mal her. Danke. Habt ihr das gehört? Vorsicht, Ma'am. Ich glaube, wir sind nicht allein. Er ist sich selber abgefackelt, finde ich toll. So. Gefahr bekannt, Gefahr gebannt, wie auch immer. Wo? Jetzt reicht's. Na, einer. Jetzt komm. So, exakt. Meine Fresse. Das haben wir, das haben wir, das müssen wir nachladen. Das können wir entdecken jetzt hier. Hotel Harbor Master. Ah ja. Ah ja. Ich frage, ob wir da hochkommen. Wenn ich jetzt mal mit dem DLC weitermachen, wo sind wir überhaupt jetzt hin? Nach Süden, weiter.
Na, ich komme eh noch irgendwann vorbei. Ich habe noch ein paar Quests in der Nähe, jetzt von da scheiß jetzt drauf. So, da drüben ist nämlich die Fabrik. Was macht denn der Delfin hier? Flipper? Du bist auch nicht mehr du, nachdem Drogen genommen hast. Echt, du? Einfach ein Drogensumpf abgeschmiert, arme Delfin. Traurig, traurig, traurig. Ja, natürlich. Gib dir gerne durch, mein Kind. Hä, wo kommst denn du jetzt her? Oh, ich bin ein bisschen verletzt. Weiß zwar nicht woher, aber ich war verletzt. So, kurz zwischenspeichern. Kurz Licht an. Könnte das sein, dass hier ein Comic einfach so random rumlegt? Weiß man ja nie. Eine Wackelkopffigur war auch da. Aber natürlich ist es nicht der Fall. Schade. Ich war mir eigentlich mal sicher, wir waren da drüben schon. Aber gut. Das ist eh perma markiert, da müssen wir eh irgendwann hin, von daher. Ah ja. Spermelbot. Geht nicht. Kann man nicht aktivieren. Ah ja. Nach Komponenten scannen. Nach Munition scannen. Das geht jetzt nach Mini-Atombomben. Interessant. Cool. Hier ist jetzt nichts Gefährliches mehr. Ich weiß ja nie. Ah, der Teddy, nimm mal wieder mit. Vorkriegsgeld, Ordner, Globi. Ja. So, oder falls müssen wir halt ewig warten wahrscheinlich, ne? Bis der wieder zurückkommt. Oh, safe? Safe. Ist leer, gut. No! Gott, lieber im Wasser als verpackt. Holy shit, ich dachte gerade. Ja, komme ich ja irgendwo wieder an Land. Boah. Ja, solche Momente, du. Da denkst du so, das war's jetzt. Wann kommt dieser Augenbot wieder? Keine Ahnung. Kann ich mehrere davon herstellen, finde ich. Wir laufen einfach mal. Ich glaube, das wird sich dann schon wieder aktivieren oder so. Müssen wir jetzt mal darüber. Das könnte echt eine ganze Weile dauern, also vermute ich zumindest. Da drüben ist nicht die General Atomics Fabrik. Und ich habe keinen Bock, durch das radioaktiv verseuchte Wasser zu gehen. Man hatte gerade schon die Befürchtung, ja, wir fallen jetzt runter. Ups. War so ist denn geplant? Wenn wir schon mal hier sind.
Nö, nö, alles gut. Armer Siedler. Eine ganz blöde Frage. Sind nicht eigentlich die Fabrik, wo wir mal eine Siedlung hatten? Oder war das woanders? Weil hier ist halt echt mega bad. Dann doch mal eine Siedlung irgendwo. Gerade alles abgelegen. Ah ne, die war da unten. Gut, Warwick war das. Okay, das heißt okay. Wir gucken uns noch einmal hier kurz an. So, bevor ich Munition verheiz. Ich schlage vor, wir nehmen so viel mit, wie wir tragen können. Jups, machen wir. So, zumindest auch der grobe Plan da davon. Zwei Schüsse mit dem Schrotgewehr, aber wir sind zweimal dran radieren mit dieser Kettensäge. Was ist das? Schalten wir sie aus. Das war der letzte von ihnen. Nö. Hier drüben. Das war erfreulich einfach. Mhm. Kleine drecksverseuchte Burg da. Weg überhaupt? Vorlief, Fischverarbeitung haben wir abgeschlossen, ja, okay. Die linke. Bei der rechten waren wir dann doch noch nicht. Okay. Gut, dann gehen wir da rein. General Atomics Fabrik. Confirm. Ada. It's your turn. Kommst du? Nehmen wir gleich zum Kirchen, so können wir noch vielleicht ein paar. Könnte. Ich würde sagen, wir brauchen ein paar Erfahrungspunkte. Ziel ausgeschaltet. Ey. Ich dachte, das wäre jetzt meine Erfahrungspunkte gewesen, Mann. Na, die waren wahrscheinlich zum Fehlen. Ach, so scheiße. Ist vielleicht ein PC oder ein Schloss zum Knacken hier drin? Weil Türen vermute ich nicht, wenn ihr alles schon sperrangelweit offen stellt. Schade. Sehr, sehr schade. Das kann man nicht mitnehmen, sieht aber nutzvoll aus. Naja. Dann gehen wir halt Ada. Wo wollten wir hin? Da war die Fabrik. Oh, da ist überall noch so ein Haufen Scheiß, wo wir noch nicht waren. Psst. Ich bin mal gespannt, wie es das Automaten-DLC wird. Das heißt, die Geschichte da dazu. General Atomics Fabrik, rein geht's. Haben wir lange genug gebraucht. Über 2 Stunden. Ja, das ist halt Fallout. So, guck, dann nimmst du es halt mit, weil du läufst gerade vorbei. Manche Sachen halt an und dann aufploh, wenn du in der Nähe bist. Ah, oh, das ist halt echt krass. Das ist ein Bethesda Games, genau wie Skyrim damals. Ey.
Also, Memos. Erinnerung zur HDMS Hayes. Mit Einführung des neuen MS-Nanny-Modells werden Kunden versuchen, defekte Einheiten zur Reparatur in die Fabrik zu bringen. Weisen Sie in solchen Fällen bitte den Kunden höflich darauf hin, dass gemäß unseres Garantieprogramms defekte Einheiten vor der Reparatur erst die vorgeschriebenen Kanäle durchlaufen müssen. Auch wenn dies die Kunden frustriert, sollten Sie sie darauf hinweisen, dass Kundenzufriedenheit das oberste Ziel von General Atomics ist. Nutzen Sie diese Gelegenheit außerdem, Sie auf unseren neuen Qualitätssicherungsflügel hinzuweisen, der die Menge der defekten Einheiten minimiert, die unser Haus überhaupt erst verlassen. Als Empfangsmitarbeiter sind Sie das erste Gesicht, das unsere Kunden sehen. Sorgen Sie dafür, dass es ein freundliches ist. Kaffeewünsche. Ich notiere mir das mal, damit ich es beim nächsten Mal nicht verbocke. Mr. KinCat Cappuccino extra Schaum, kein Zucker. Mr. Smith Latte fettreduzierte Milch, 3 Löffel Zucker. Mr. Nook schwarzer Kaffee, kein Zucker, keine Milch. Mr. Kalun Kaffee mit 2 Portionen Kaffeesahne, 1 Päckchen Zucker. Kalender. Montag, 25. Oktober, 15 Uhr, Fabrikbesichtigung für Investorengruppe von General Atomics. Dienstag, 26. Oktober, 9 Uhr, Teammeeting oder der Fabriktechniker. Dienstag, 26. Oktober, 17 Uhr, Fabrikmitarbeiter Kennenlernparty. Okay. Ich bin sicher, wir sind hier irgendwo. Ich darf nicht so schnell ballern. Die Waffe schlägt schon so hart aus. Ich gebe ihm Deckung, Ma'am. Nicht. Vielleicht ein beschädigter Sensor? Maybe. Aber ich glaube nicht. Aber glaubt ihr, dass sie upgraden müssen? Okay, was geht hier ab? Okay, ich dachte gerade. Okay, ich glaube, ich habe das Gefühl, wir müssen später looten gehen. Schrammbot. Ach, das ist der Mechanist. Okay. Haben Sie etwas drauf? Ja, dann werde ich gleich haben. Könnte sein. Könnte sein. So, persönliche Aufzeichnungen. Stellenzuweisung. Glückwunsch zu Ihrer Beförderung, Mr. KinCat. Wir hoffen, dass Ihre Versetzung von der Fabrik reibungslos verläuft. Als menschlicher Aufseher vor Ort werden Sie den General Atomics Galerie dafür sorgen, dass der wachsende Kundenstamm von General Atomics schön bald ein ganzes neues Shopping-Erlebnis genießen wird. Wir versichern Ihnen, dass dies ein angenehmer Arbeitsplatz ist, der Ihnen nur sehr wenig Mühe oder Stress bereiten wird. Sie müssen einfach nur die Arbeit der vollständig automatisierten Belegschaft überwachen. Wir gehen davon aus, dass nur sehr wenige Einschreiten ihrerseits nötig sein wird, da die Roboter von ihrem Einsatz umfassend Tests unterzogen wurden. Danke für Ihre Dienste an unserem Unternehmen, General Atomics Zentrale. Danke für nichts. Ich opfere Jahre meines Lebens, um diese Fabrik am Laufen zu halten. Und das ist der Dank. Ich soll einen Haufen Roboter babysitten, die Tante Emma Latten spielen. Das ist lächerlich. Glauben Sie denn, ich weiß nicht, worum es hier geht? Altersdiskriminierung. Ich bin noch so gut wie jeder 25-Jährige, aber Sie sagen mir, Mr. Kitzel, Zeit für den Ruhestand. Sie sollten reisen. Mr. Kitzel, verbringen Sie doch Zeit mit Ihrer Familie, Mr. Kitzel. Tja, ich will das alles aber nicht. Ich will hier sitzen und diese Fabrik leiten, wie ich es seit Jahren tue. Die Arbeit hier bringt mich noch um. Ich werde mich buchstäblich zu Tode langweilen und daran sind nur Sie schuld.
Okay. Aber hier ist niemand. Vorsicht, Man! Ich glaube, wir sind nicht allein. So. Was können wir eigentlich noch Feines machen? Noch Charisma so viel hochprügeln, ne? Du weißt, wie man Party macht und wirst niemals alkoholabhängig. Inspirieren, da du mit gutem Beispiel vorangehst, versucht den Begleiter oder dein Hund mehr Schaden im Kampf. Außerdem können sie dich nicht verletzen. Einschicht. Was? Wir haben noch nicht alles voll? Tatsächlich? Dann machen wir es mal Charisma voll. Ach, echt jetzt? Das Roboterteil, die wir mitnehmen können? Zahnrad, ein paar Sachen. Ja, da suche ich mir jetzt aber keinen Fuchs raus. Was suche ich mir, ne, dann? Nö, die sind in Schwierigkeiten mit unseren Laserknarren. Glaub mir. Wir wissen gar nicht, was denen noch passieren wird. Mal Fresse hier. Wow! Ist okay. Ups, irgendwas. Was, Meister? Nee, verbessert. Doch. So, wir nehmen dich hier. Mau machen. Schraubendreher. Maler Ingo-Pinsel. Safe Einsteiger. Wie schön. So ist ein Charisma auch voll. Ich dachte, das hätten wir schon voll gehabt. Och ja, die Viecher nerven langsam. Da geht's auch hoch. Okay, aber das ist auf unserer Ebene. Ja, gut, wir kümmern uns erstmal um den jetzt. Am Schluss habe ich mich zum Untersuchen des Wobbeln. Sicherheitstürsteuerung geöffnet. Mechanisches Gerät. So, war's das jetzt, ja. Ey, da krieg ich gleich mit dir. Ich muss ja noch ein bisschen looten. Wir müssen wahrscheinlich eh wieder zurückkommen, weil ein paar Leute mal quatschen und so. Mit den Leuten, die da rumheilen. Oh, Kiste! So, Ada? Sollen wir mit dir reden? Hey! Ja, Mann. Ada? Haben Sie etwas bei diesem Roboter gefunden? Hast du schon mal einen Roboter mit seinem Gehirn gesehen? Ja. Ja, er hatte diese interessante Technologie bei sich. Hochinteressant. Sehen wir uns das mal an. Beeindruckende Technologie. Wenn meine Analyse stimmt, ist das ein spezialisierter Radarpeilsender. So hat der Mechanismus das Robohirn im Auge behalten, das sie zerstört haben.
Als nächsten logischen Schritt müssen Sie mir diesen Peilsender einbauen, damit wir ihn zu unserem Vorteil nutzen können. Bist du sicher? Obwohl ich nur mit 78,3% Wahrscheinlichkeit recht habe, möchte ich erwähnen, dass das unsere einzige Spur ist. Ja. Hoffen wir mal, dass das Ding sicher ist. Ich bin ganz Ihrer Meinung. Für den korrekten Einbau benötigen Sie eine Roboterwerkbank und ich muss anwesend sein. Zum Wohl der maximalen Effizienz sollten wir weiter zusammenbleiben, bis der Radarpeilsender erfolgreich eingebaut wurde. Okay. Weitere Roboterwerkbank. Gut.